Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute geht es um Gerhard Polt. Er hat eine Ausstellung jetzt im Literaturhaus, die da heißt Braucht's das? Wir wollen von ihm wissen, warum er diese Ausstellung gemacht hat, was da seine Gedanken zu waren. Und wir wollen uns mit der Kuratorin unterhalten, die diese Ausstellung vorbereitet hat und organisiert hat. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Darf ich Ihnen vielleicht noch bitten, Herr Polt, dass das kleine schwarze Aufnahmegerät einmal kurz zur Hand nehmen, das da vorne steht, das Zoom. Genau. Genau. Nein, das, genau, das. Jetzt haben uns die Wellbrüder, die Biermüsselblasen, hat uns schon damit schockiert, dass die jetzt aufhören. Denken Sie ans Aufhören? Ja, mit was? Mit was soll ich aufhören? Ich habe ja gerade gesagt, ich möchte noch weiterleben. Also ich bin entschieden, habe mich dafür entschieden. Also, und es ist noch nicht lange her, der Arzt gesagt, ich habe eine Chance, dass ich den morgigen Tag noch überlebe. Und das beschwingt mich natürlich. Wenn man so das Blut abzapft kriegt und der sagt, na ja, das geht noch. Okay? Das ist eine unheimliche Erleichterung, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Ja, jetzt, ich glaube, minus 8 Grad. Jetzt gefriert er zu. Es ist halt, sagen wir mal, um diese Zeit, bei minus 8 Grad mit dem Bootsverleih, weniger turbulent. Wobei man ehrlich sagen muss, bei minus 6 Grad, 5 Grad, sogar bei 0 Grad, sind es auch wenig Leute, die ein Boot mieten. Na. Die Leute sind schon ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen wählerisch. Na, ich muss sagen, es ist einfach, schauen Sie, es ist weit und breit niemand da. Und diese Ruhe, ich habe mir jetzt einen Ringsburger mitgebracht und eine Essiggurken. Und ich könnte mir es nicht schöner vorstellen. Ich kann mir es nicht, das ist doch. Da schauen Sie her, wie das. Man kann zuschauen, wie das langsam zufriert. Und die Gewissheit, dass heute keiner mehr kommt und ein Boot will, ist doch. Verstehen Sie? Es ist ja von. Es ist so, ich bin so erleichtert. Okay. Ich habe mich bei 10 Grad minus hingehockt und habe das versucht zu erklären. Die haben mich dann abgefilmt. Was ist das Faszinierende an einem Bootsverleih? Das erklärt sich darum. Ja. Und wir haben dafür den riesen Steg gebaut, 25 Meter lang. Also, das ist sozusagen die Didaktik. Also, dass der Bootsverleih was faszinierend ist, das geht eigentlich jeden Menschen ein. Weil ich kenne kaum was die Menschen mehr erregen kann. Es ist einfach eine Gegenwelt. Und zwar so einem Wetter, eine radikale Gegenwelt. Und es ist. Ich habe jetzt erst im. Wo heißt das? In der Dreisat. Über Sibirien in der Sendung gesehen, wo es auch einen Bootsverleih hat. Das fand ich sehr berührend. Der hat an einem sibirischen See verleiht der Boote. Jetzt ist aber so, dass der See ist 10 Monate gefroren. Der hat nur 2 Monate, wo der See überhaupt für Boote geeignet ist. Und darin holt sich dieser Mensch seinen Lebensinhalt, verstehen Sie? Aus diesen 2 Monaten. Ist doch toll, oder? Ja, überzeugter Sibiriake. Also, Frau Wiest, Sie sind die Kuratorin dieser Ausstellung von Gerd Polt hier im Literaturhaus. Der Mann ist ja nicht einfach. Der Mann ist ja höchst kompliziert. Haben Sie Sorge gehabt, dass diese Ausstellung eventuell in die Hose gehen könnte, weil es so schwierig ist, mit ihm zusammenzuarbeiten? In die Hose ist natürlich jetzt sehr scharf ausgedrückt, aber klar hatte ich Sorge, dass er mitmacht. Ob er mitmacht, wie weit er mitmacht, was er mitmacht, ob das seinen Segen findet. Und mir war klar, also nur wenn er mitmacht, wird es auch eine wirklich gute Ausstellung. Sonst wäre das halt irgend so ein krampfhafter Versuch gewesen, da. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich es dann wirklich durchgezogen hätte. Sie sind auf die Idee gekommen, weil er halt seinen 70. Geburtstag jetzt in Kürze feiert. Das Literaturhaus ist auf die Idee gekommen. Und die haben Sie dann angesprochen? Die haben mich angesprochen.
Okay, also wie geht man auf einen Polt zu und sagt ihm, wir wollen eine retrospektive Ausstellung machen und wie geht man auf ihn zu? Naja, ich habe mir überlegt, ja, wie es mir gehen würde. Oder ich meine, es ist ja bekannt, eben wie Polt auch so zu Privatsachen steht und so. Und mir war natürlich klar, also was er sicher überhaupt nicht will, dass man jetzt da im Privatleben kruschelt oder schnüffelt oder da versucht zu psychologisieren oder irgend sowas. Also das liegt eigentlich auf der Hand. Und also Familie musste draußen gelassen werden. Genau. Also er hat eine Frau und er hat einen Sohn. Genau. Die kommen hier garantiert nicht vor. Genau, das heißt, also die Frau hat uns auch sehr unterstützt. Mhm. Der Sohn ist auch ganz toll, aber die sind jetzt nicht vor der Kamera, kann man jetzt einfach so sagen. Aber die haben natürlich auch im Hintergrund mitgewirkt. Gut, dann gehen wir jetzt mal rein und schauen uns an, was sie zeigen durften. Das Interessante ist ja, dass es also nicht alles nur Stücke sind, die er bis hierhin produziert hat, sondern dass er auch extra für ihre Ausstellung Dinge produziert hat. Was sind das für Sachen? Genau, also das war eigentlich das Konzept, dass man gesagt hat, klar ist es wichtig, seine ganzen Werke und Ausschnitte und sowas zu haben. Ja. Aber eines der wichtigsten Sachen war... Hier ist es ja ganz nett, hier kann man ihn ja sozusagen als kleines Baby sehen bis heute. Das sind so die 5 wesentlichen Etappen, wo man auch merkt, der Mann hat sich visuell auch verändert. Nicht? Also ist ja wirklich in jedem Bild, sieht er ein bisschen anders aus. Ne? Ja. Wie sind Sie an diese, was steht denn hier überhaupt? Ich kann es so schlecht lesen. Können Sie seine Handschrift lesen? Genau, das ist sozusagen der Clou bei der Ausstellung eigentlich, dass er selber durch die Ausstellung führt. Mhm. Und es ist jetzt gar nicht so zentral, dass man das lesen kann, sondern man bekommt es hier von ihm persönlich vorgelesen. Ach, da schreibt er diesen Satz. Genau, und er schreibt nicht nur, er liest ihn auch, also er diktiert sich selber seinen Lebenslauf. Ja? Was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass man seinen Lebenslauf nach 70 Jahren und nach dem, was er alles hinter sich hat, also hier in 10 handgeschriebenen Zeilen aufführen kann. Das ist so ein echter Polt. Ne? Genau, das ist ein echter Polt. Und das war eben auch ganz wichtig, dass es eben nicht dieses biografisch einordnende, museal anmutende, einordnende Dings halt hat. Also dass es wirklich immer Spaß ist, dass es echte Polts werden. Ja, das war natürlich auch nicht von vornherein klar. Das war einfach ein Prozess und hier beim Lebenslauf sieht man es auch ganz deutlich. Es ist auch, wir haben dann auch diskutiert, braucht man jetzt Bildunterschriften? Da sagt ja jeder dann, wann genau ist welches Bild entstanden? Aber ich finde, das fehlt jetzt hier gar nicht. Ja? Ich hätte noch mal eine Frage zu der Ausstellung von Ihnen. Da wird also gesagt, wir lernen Sie als Schauspieler kennen, als Schriftsteller und eben auch als Zeitgenosse. Wenn ich mir jetzt überlege, also wir, die jetzt hier so sitzen, sind Ihre Zeitgenossen, Sie sind unser Zeitgenosse. Wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, dann können wir uns überlegen, Jesus von Nazareth war der Zeitgenosse von Seneca. Wen gibt es noch? Adenauer war der Zeitgenosse von Kennedy. Und jetzt würde ich gerne mal von Ihnen wissen, wenn das dann, also Sie wollen jetzt noch nicht ausgestopft werden, ist klar, aber wenn das dann mal der Fall ist, mit wem würden Sie sich denn gerne als Zeitgenossen genannt wissen und warum? Mit dem Hinrainer Rudi. Mit dem Hinrainer Rudi habe ich viel gelernt in dieser Zeit. Er war ein langer Zeitgenosse und damals auch der Ismael Manfred. Die haben ein Waffengeschäft gehabt. War sehr günstig. Die haben mich, Also das wären jetzt Zeitgenossen, wo ich sage. Warum, wäre die zweite Frage gewesen. Ja, weil das alles Leute waren, die natürlich immer, das waren so, wie sagt man, ich sage immer, Okkasionsparasiten. Verstehen Sie? Okkasionsparasiten sind Leute, die aus der Möglichkeit schnell was rausholen. Die sehr schnell Lücken kennen, wo man was rausholt, wo man was zum Beispiel mitnimmt, ohne dass es jemand merkt, wo man Gaudi machen kann, ohne dass jemand merkt, wo man ein Ei herbringt, damals in der Zeit schwieriger, rohes Ei, um es irgendwie jemand draufzuschmeißen. Also alle diese Fähigkeiten, diese schnellen Entscheidungen, und die waren blitzschnell, diese Leute. Und von denen, die habe ich alle bewundert. Ich war ja damals bei denen in dieser Zeit zum Beispiel ich war nie Häuptling. Ich war eher so Berater.
Ich war also nicht an der Front und ich war auch nicht Häuptling und habe nie in der Exekutive mitgewirkt, sondern ich war immer beratend und musste immer schauen, dass ich mir mein Ansehen sozusagen erhöhe, indem ich Einfälle habe. Also zum Beispiel, wenn man jemand foltern wollte, dann war mein Einfall, ich habe eine Lupe. Und dann haben wir jemanden einen Zeh angeschmort. Nicht? Aber die Tatsache, dass man das mit einer Lupe macht, das hätten die anderen gar nicht so ad hoc gewusst. Und so meine ich das. Also Zeitgenossen, jetzt nicht mit berühmten Zeitgenossen, die muss ich ehrlich gesagt, die würde ich ziemlich die meisten überspringen, sondern ganz normale Leute, von denen ich sehr viel bekommen habe. Und so wie es das, Sie wissen, was ich meine, also anonyme Leute, für viele Leute anonym, weil sie eben nicht im Rampenlicht stehen oder so. Die im Rampenlicht stehen sind, das ist wieder was anderes, also eine andere Kategorie. Aber da gibt es vielleicht auch welche, mit denen Sie gerne genannt werden würden. Ja, zum Beispiel gibt es Leute, aber die kommen ja auch zum Teil vor jetzt da in meinen Geschichten. Natürlich gibt es Leute, mit denen, wo ich jeden Tag sagen könnte, ich bin froh, dass ich die kennengelernt habe. Das geht bei mir Kurve los, ich weiß nicht wo. Und verstehen Sie, die jetzt leider nicht mehr leben. Was ich auch vorhin gesagt habe, dass es schmerzlich ist, weil mir bewusst wird, mit wem ich nicht mehr reden kann persönlich, mit dem ich leider nichts mehr machen kann, weil er gestorben ist. Also da gibt es viele. Und dann gibt es leider halt, ja, so ist halt das. Und es ist traurig, das ist wirklich traurig, schade, weil mich mit diesen Menschen meistens sehr viel verbunden hat. Und ich sehr viel von denen bekommen habe. Das ist so. Hier die Amalienstraße eben, da ist er dann nach Altötting wieder hin zurückgekommen mit seiner Mutter, so im Alter von 9. In das zerstörte München. In dieses zerstörte München, so 51, 52. Und da ist dann auch seine wirklich erste Geschichte, hat das Thema Amalienstraße und Wandel. Also später dann auch, gerade wie, also gerade die Zeit auch eben, wo Vogel ja, im Hinblick auf die Olympiade da also wahnsinnig saniert hat und sich München sehr verändert hat. Mhm, da war Vogel Oberbürgermeister. Genau, und hier haben wir das Textbuch, ja, der ersten Geschichte. Ich glaube, das geht fast vielen von uns so, dass man halt im Laufe der Dinge merkt, welche Schauplätze es nicht mehr gibt, die halt früher da waren. Mhm. Also weniger um die Heldentaten, die man vollbringt, sondern das ist halt einfach. Das Merkwürdige ist, dass es halt eine kleine Metzgerei oder die Gerüche damit und bestimmtes Leben nicht mehr gibt, wo halt hinten schnell wo eine Zimmerei ist oder eine Polsterei, wo es noch ein bestimmter Leim, der riecht und so weiter. Und nur manchmal fällt einem das noch auf, wie sich diese Gerüche, wie sich die Schauplätze verändert haben und damit auch die Protagonisten. Das ist halt einfach nicht mehr da. Und jetzt muss man nicht in Nostalgie schwelgen, aber es ist halt zu bestimmten, bei bestimmten Gelegenheiten fällt das auf. Und jetzt, wo Sie mich dazu gebracht haben, habe ich halt diese ganzen Ruinen, sind wir wieder gekommen, wo wir, das war der schönste Kinderspielplatz, den man sich vorstellen kann. München war eine Ruinenstadt und was Optimaleres gibt es gar nicht für Kinder. Sage ich mal vorsichtig. Ich sage es vorsichtig. Zu den Wirtschaften, da muss ich sagen, das war natürlich auch ein Umbruch. Also erstens einmal wurden die Holztische meistens gänzlich ausgetauscht und zwar mit echten Resopal. Jetzt komme ich wieder auf die Fliegen. Wenn die Fliege landet, beim Resopal rutscht sie durch. Also eine Bauchlandung. Ich kann mich gut erinnern, da gab es in der Amalienstraße eine Wirtschaft, die hieß Tattersall. Und der Pächter, das war der Herr Buzifall. Und der hatte wirklich, das war so schön, wie in einem Mausoleum befand sich ein Käsekuchen drin, der unglaublich, wie der Lenin im Ding. Also der ist vor sich hin vergammelt, aber nie gestorben, dieser Käsekuchen. Dann hatte er eine Gulaschsuppe, auf die war er stolz. Eine echt ungarische Gulaschsuppe, wo er eben diesen wunderbaren Satz gesagt hat, dass bei ihm in seiner Wirtschaft noch nie einer gestorben wäre und weil immer seine Gulaschsuppe mal angegriffen worden sei. Und an der kann es ja nicht gelegen haben, weil sollte eine Suppe bei ihm, diese Gulaschsuppe, jemals einen Oku gehabt haben, ein bisschen Wasser, dann hat er gesagt, eine Zitrone, da habe ich noch jede Suppe auf Vordermann gebracht. Dann hat er Farbfernsehen, bis Farbfernsehen gekommen ist,
Gulaschsuppe mit Farbfernsehen in Verbindung mit einem Pauschalpreis. Dann hatte er ein Publikum, interessant, ich kann mich erinnern, eine Dame zum Beispiel, die dann immer gesungen hat, ich möchte so gern dein Badewasser schlürfen. Also es war, dann hatte er einen Schäferhund, der tatsächlich, er hat immer behauptet, das wäre der Oheim, also der Onkel des Hundes vom Adolf Hitler gewesen. Und der Hund war aber schon ziemlich apathisch und hat also überhaupt nichts Demagogisches an sich gehabt. Und so war halt dieses ganze Gebiet wunderbare, wie soll ich sagen, auch die Wirtschaften, wie die versucht haben, mit der Modernität dann zu gehen, die neuen Lampen, diese offensichtlich auch Hygienewelle, die dann gekommen ist. Was die da an Ästhetik verändert hat, enorm. Die Klassiker, die Alten, nicht wahr? Wirt zum Beispiel, weiß ich noch gut, ein Wirt, der immer so ein bisschen mürrisch war, der war sehr muffig und hat immer so scheinbar gefragt, und, schmeckt's? Und wenn jemand gewagt hat zu sagen, sieh, das war jetzt nicht, hat gesagt, schauen Sie, dass wir rausgehen. Mit solchen Leuten, wo ich da herin nichts zum tun haben. Ja, ich hab doch nur, gehen Sie raus, ich brauche ja nicht mehr sehen. Der hat Leute rausgeschmissen, weil sie sich beschwert haben, dass sie ja nicht geschmeckt haben. Dass er nicht geschmeckt hat. Und ja, und halt diese Epoche und diese Zeit, wo man sich das Bier geholt hat, wo man mit dem Bierkrug hingegangen ist, das wurde abgefüllt, wo halt eine ja, Veränderung, ständig, Gott sei Dank. Und wunderbare Widersprüche. Was hat es mit dem schicken Mantel da auf sich? Ich stelle mir den Polt in diesem Mantel vor. Eigentlich kann ich es mir gar nicht richtig vorstellen. Da hat er etliche Schubidu-Auftritte absolviert. In diesem Mantel? Ja. In diesem Mantel auch, ja. Ist er das? Das ist er, ja. Gar nicht wiederzuerkennen, ne? Tja. Nicht schlecht. Polt rockt. Naja, das ist leider so, das stimmt auch. Ich meine, es gibt Leute, die sind glaubwürdig. Die sagen, dass ich lange nicht mehr so schnell laufe am Tennisplatz wie vor 30 Jahren. Ich fürchte, die haben recht. Das stimmt. Obwohl man ja selber von sich immer so eine Vorstellung hat. Wenn ich einen Tennisschläger zum Beispiel in der Hand habe und ein bestimmtes Outfit, dann stehe ich mir vor einen Spiegel hier und sage, naja, so schlecht ist es eigentlich noch gar nicht. Aber es gibt andere Leute und das ist ja das Tolle. Es gibt die vielen, die einen definieren und sagen, du bist so, du schaust so aus. Also mit sich allein, da wird man wahrscheinlich viel besser wegkommen. Oder? Also man braucht schon die anderen, die sagen, du, was ist mit dir los? Du bist halt so langsam. Wenn man lebt, solange man lebt, also ich jedenfalls, ich möchte ehrlich gesagt, kann ich ja ruhig sagen, gern auf morgen denken, aufs nächste Frühstück oder Abendessen, aber an Tod noch nicht. Also das ist mir ehrlich gesagt immer zu früh. Ne? Verstehe ich. Ja, weil der kommt eh irgendwann und ich möchte es nicht wissen. Und ehrlich gesagt, das interessiert mich am allerwenigsten. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Biografie, ich verbinde das immer so. Also ich habe mal gesagt, wenn ich begraben bin auf dem Grabstein, ich möchte wenigstens 4 plus oder 3 minus kriegen. Ne, die Beurteilung, das klangt mir. Das klangt. Ja, ja. Aber irgend sowas. Wenn man natürlich einen Sechser kriegt, oder, das wäre schlecht. Also schämt man sich im Grab liegen und hat einen Sechser, ne, für das ganze Leben, ist nicht günstig. Ne? Auch später dann einmal, man muss ja dann oben, man möchte ja noch weiterkommen. Aber 3 plus, 3 minus, man hat immer gesagt, das ist ein Dreier, Vierer, das ist der Einser des kleinen Mannes. Sie kennen sicher die Sendung Sonntagsbeilage von Michael Skaser. Und da hat er in seiner Beilage hat er mal den Koranhimmel genau beschrieben. Der ist ja sehr genau beschrieben, ich habe das gar nicht gewusst. Und da steht drin, wie diese ganzen Jungfrauen riechen und wie die eingeschmiert sind und wie schön die sind und so. Also so einen detaillierten Himmel haben ja die Christen nicht. Die haben sich mehr auf die Hölle ein bisschen versiert in der Apokalypse. Der Himmel wird ja relativ blass beschrieben, da gibt es nicht sehr viel. Und
Aber darum finde ich diese Ergänzung da vom Thomas und diese Geschichte vom Engel Aloysius durchaus eine Bereicherung, weil wenigstens ein bisschen was über den Himmel da ist. Mit dem Halleluja singen. Also es wird mir unterstellt, dass ich einer gewissen Gemächlichkeit fröne. Und ich kann nur sagen, die Tatsache, dass ich häufig an der Speerspitze eines Verkehrsstaus stehe, macht mir nichts aus. Ich bin, um das so zu sagen, das Wort Gemütlichkeit ist ja auch umstritten. Ich finde den bayerischen Ausdruck griebig, griebig sein. Wenn man griebig ist, das ist ein schönes Wort. Hat mit dem englischen Wort groovy sehr viel zu tun. Dann ist da drin das Wort grieben. Griebenschmalz. Das ist ja auch was Gemütliches, was Gutes, was mit einem richtigen Brot dazu und dem Bier. Also griebig zu sein, das ist nicht schlecht. Griebig ist, ja, ich weiß nicht, ob das was anderes ist wie gemütlich. Ich glaube schon, weil es noch viel tiefer ist. Gemütlichkeit kann man sehen. Griebig ist unsichtbar, glaube ich. So vermute ich, dass das ist. Aber es kann auch ganz anders sein. Das sind alles so Theorien und Thesen. Also ich möchte die nicht beweisen, ganz ehrlich. Ich nicht. Und jetzt haben wir hier Zeitungsüberschriften. Triumphator Anstich, darf der Polt da wieder poltern? Also das ist ja ihm sehr oft vorgeworfen. Hier ist auch Strauß oder Polt, das ist die Frage. Nach welchen Kriterien haben Sie jetzt hier diese Schlagzeilen ausgewählt? Also es war jetzt einfach nur exemplarisch, so ein bisschen. Also jemand, der jetzt gar nichts von dieser Geschichte weiß, kann mit diesen paar Artikeln den Ablauf sich erschließen, wie es zum Beispiel zu dieser Rede kam, diese Ich-sag-nix-Rede, ja, wo er ja wirklich durch ZDF-Zensur gekommen ist, bei der Verleihung, also es gab den Grimme-Preis und das Rahmenprogramm dafür und da durfte er nicht über den Zimmermann sprechen, ja, und also das war Old Schwurhand sozusagen, ne? Also diese ganze Geschichte, der ganze Hintergrund und da hat er ja wirklich dieses Ich sag nix zelebriert, unglaublich, also einfach diese Pausen, er sagt da wirklich, das ist also eine der berühmtesten Reden von ihm und genau, und wie sich das noch fortgeführt hat, kann man da an diesem, da ist also das Thema Ich sag nix. Da ist er also vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen zensiert worden. Ja. Also es zeigt da so ein bisschen den politischen Polt, aber er ist ja nicht wirklich ein politischer Kabarettist. Ja, das ist ja auch, glaube ich, bei der PK ganz, also das liegt auf der Hand, dass es wirklich die Menschen sind, ja, die ihn interessieren und die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Die Frage nach der Gerechtigkeit habe ich sehr früh aufgegeben zu stellen. Also ich habe Empfinden dafür, verstehen Sie, aber sie im Endeffekt durchzu, was gerecht ist, da kann man sich einen Wulf holen, verstehen Sie, bei dieser Fragerei. Also da, ja. Aber kann ich mal, weil es gerade ins Politische jetzt abgedriftet ist, würde ich Sie doch schon mal gerne fragen, also jetzt mussten Sie fast 70 werden, um zum ersten Mal hier in Bayern miterleben zu können, dass es eine theoretische Chance für einen Politikwechsel im nächsten Jahr geben könnte. Wie erleben Sie das? Ja, ich weiß, was Sie meinen. Aber schauen Sie, es ist so, ich weiß, ich bin schon politisch interessiert, natürlich verfolge ich das. Aber in dem Fall sehe ich jetzt Folgendes. Wenn die CSU verliert, also nicht mehr die Regierung machen kann, dann wird es wohl, wäre so, der Ude machen, allerdings in einer Koalition. Und Sie wissen, wie das eventuell ausschaut, mit den Freien Wählern dann zusammen. Und ob das für einen Ude so ein großer Wurf ist, das weiß ich nicht. Und für Bayern, also da bin ich vorsichtig. Warten wir es ab. Ja, aber für Sie, ich meine, Sie haben sich ganz schön abgearbeitet an den Stoibers und den Strauß. Nein, ich glaube nicht so sehr. Also ich glaube, wissen Sie, ich hab nicht so den Eindruck, dass wir uns am Strauß, also ich persönlich, oder am politischen Größen abgearbeitet hätten. Wir haben uns, ich sage wirklich bewusst, wir haben, nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen Sie das Beispiel jetzt, was neu liegt, vielleicht noch diese Isental-Autobahn, jetzt als Beispiel.
jahrelang, das Projekt geht ja auch über Jahrzehnte. Ich habe halt gedacht, dass auch wenn man regiert und dass es etwas und es gibt Macht und es gibt Entscheidungen, es gibt Lobbys, dass man trotzdem so viel Einsehen gehabt hätte, diese Autobahn eine andere Trasse zu nehmen, eine schonendere. Weil ich war nicht gegen die Autobahn. Die Autobahn selber, glaube ich, ist notwendig, wenn man das so sagen kann. Aber man hätte hoffen können, und da haben wir da protestiert, ich habe dafür gekämpft, wenn man das so will, und auch andere, dass man eine Trasse genommen hätte, die umweltschonender und weniger bayerisches Gebiet zugepflastert hätte. Verstehen Sie? Ich meine, Sie wissen es auch, es gibt genügend Politiker, ich kann mich übrigens noch erinnern, der Strauß, der immer gern geflogen ist, gell, der ist doch immer selber gern. Der hat selber mal gesagt, man müsse diesen enormen Landverbrauch, den sollte man eindämmen. Denn was jeden Tag hier wirklich in diesem Land versiegelt wird, das ist unvorstellbar, was da wirklich verschwindet. Und wer immer regiert oder wer immer das ist, ich hätte halt gehofft, dass man mit Argumenten oder mit dieser Art des Protests, wie es wir gemacht haben, Leute dazu bringen könnte, vielleicht doch zu sagen, vielleicht können wir umdenken, vielleicht kann man was machen. Aber als dann zum Beispiel ich gehört habe, dass der Herrmann wirklich gesagt hat, diese Autobahn ist juristisch in Ordnung. Verstehen Sie? Ja, wenn eine Autobahn juristisch in Ordnung ist, dann kann ich ihm nur gratulieren. Ne? Dann kann man ihm keinen Fehler mehr nachweisen. Aber ob sie ökologisch in Ordnung ist, das wollte er nicht beantworten. Sie wissen, was ich meine. Und es ging uns, natürlich, ich muss unterscheiden, wenn wir zum Beispiel beim Scheibenwischer manche Sendung, wenn ich gemacht habe, die berühmte, damals jemals berühmte Rhein-Main-Donau-Kanal, das war auch ein Glücksfall. Es waren zum Beispiel damals die Informanten, die wir gehabt haben, das waren alles ehemalige, sehr nahe, dem Strauß nahestehende Politiker. Edmund Stoiber wollte sie verklagen, was? Ja, da waren sehr viele nahestehende, dem Strauß nahestehende Politiker, aber die waren enttäuscht vom Strauß. Und wissen Sie warum? Einer der Hauptinformanten, der hat gesagt, es ist doch ein Verrat vom Strauß, einen Kanal bauen zu wollen durch Bayern. Der Kanal ist international und dann können die Russen umsonst durch Bayern fahren. Und diesen Verrat hat er gerecht, indem er uns Zahlen gesagt hat, wie defizitär dieser Kanal ist. Nur mal Beispiel. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, wenn man sich an bestimmte Leute gewöhnt, gibt es halt so ein Gewöhnungs... Ich kann mich erinnern, ich meine, bei mir war die Empörung gegen mich nicht vergleichbar. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Freund von mir, den Dieter Hildebrand nehmen, nicht? Der war ja nun, ich weiß nicht, wie viele Morddrohungen der gekriegt hat in seinem Leben. Die kann er gar nicht mehr zählen, wie oft von linker Drecksau und rotes Schwein und Bolivio. Also der wurde ja wirklich ganz nah angegangen, verstehen Sie? Und inzwischen irgendwie, wie man halt sagt, im zunehmenden Alter und irgendwann löst sich einiges, wird ruhiger. Das ist irgendwie feucht. Das ist ja labbrig. Jetzt knackt's. Gut, noch ein bisschen nach. Ja, einwandfrei.
Also es geht jetzt auch nicht um die Häufung und jeden einzelnen Aspekt. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass dieser Bootsverleiher, der über allem schwebt, das ist also Polt par excellence, da verrät er und oder führt auch aus, so kann man es auch sagen, was wirklich seine Lebenshaltung ist, ja? Was er eigentlich auch immer ist. Sein Traumjob, nicht? Bootsverleiher. Aber hier, ich meine, das ist natürlich auch ungeheuer wichtig, das ist die Well-Familie, mit der er ja eigentlich seine Karriere sich auch irgendwo geteilt hat. Ja, ja. Also die waren sogar auch schon bei Fast wie im richtigen Leben, tauchen die immer wieder auf. Also die sind schon sehr früh immer dabei. Und in der DDR war er auch, als genau, die Mauer das sind die DDR-Auftritte. Das ist hier jetzt. Da ist er mit den Weltbrüdern in der DDR gewesen. Ja, das ist alles ganz klar hier beschrieben. Wenn man sich einlässt, das ist also quasi Mann spricht Deutsch. Und das ist Mann spricht Deutsch die zweite Seite, DDR. Man versteht sich nicht, weil man dieselbe Sprache spricht. Also er hat immer super Überschriften für die einzelnen Stationen gefunden. Sehr schön. Also DDR. Ja. DDR und so. Ja, da ist man halt, abgesehen davon, dass man damals, dass wir, muss ich mal die Wellbrüder dazu sagen, dass wir natürlich damals interessante Leute kennengelernt haben, mit denen wir heute noch in Kontakt haben, das wirklich Komischste war, weil wir haben uns bemüht, der Hans Well und seine Brüder, dass wir möglichst provokativ sind in der DDR, dass wir denen wirklich, also das Provokativste reinsetzen, wir lassen sie auch nicht zensieren und wir wollen denen schon, wie sagt man da, wir wollen die rupfen, gell? Also so geht es nicht, was die da machen. Und haben uns alle Register überlegt, aber das war anscheinend nicht sehr für die beeindruckend. Das waren natürlich auch in den ersten Vorstellungen Leute drin, die, sagen wir mal, der DDR ziemlich nahe standen. Aber was wirklich witzig war, oder was heißt, es war komisch, ja, weil ich habe damals diese Geschichte erzählt vom Russen. Was will der Russe eigentlich? Ich habe also ein russisches Kind geschildert, wie ein Kind ist in Russland und dass der Russe lacht. Sage ich, was lacht der Russe eigentlich? Und dann war es ganz stark in diesem Kabarett. Da war eine eiserne Stille und das war insofern spannend, weil ich nicht gewusst habe, wir wussten das nicht, dass das Wort Russe verpönt war. Das ist so, wenn man halt fast Nigger sagt. Oder? Also ganz abschätzig, weil man musste Sowjetmensch sagen. Nur Sowjetmensch war, also, aber das war politically nicht korrekt, wenn man Russe gesagt. Und die haben wirklich gemeint, ui, der, jetzt geht's ab nach Sibirien. Ja, also das war wirklich also, ein Fehler. Und es ging ja darum, weil ich hab zitiert einen Menschen, was ich wirklich erlebt habe. Das war im Josefstal, als ein Bürgermeister von Krasnaja Presnaja, das ist einer der Zentralstadtteile von Moskau, als der in das Wirtshaus gekommen ist im Josefstal, der Bürgermeister. Und dann hat einer gesagt, du, jetzt kommt der Bürgermeister von Moskau. Und dann haben die anderen haben geschafft gehabt, da waren halt so Stammtischbrüder, und gesagt, ja, dann soll er halt kommen. Und dann kommt der wirklich rein. Und dann hat der ganz laut gesagt, weißt, sagt er, du bist der Bürgermeister von Moskau, sagt er, weißt, schade. Hat er gesagt, wir haben euch damals eigentlich schon, wir haben immer gehört, ihr seid wohl die Hund, nette Menschen. Aha. Aber wir haben sie ja nicht so kennengelernt, weil wir haben sie wie mehrere erschossen. Und diese Geschichte habe ich weitererzählt, um den Stand der Dinge zu erklären, also was da noch für Vorstellungen herrschen. Und da war es ziemlich eisig in der DDR. Ja, nur so viel. Also zum Beispiel die DDR-Station war gar nicht im ursprünglichen Konzept, aber dann im Gespräch zusammen auch mit seiner Frau, die auch eben uns das Archiv so ein bisschen gezeigt hat, haben wir dann gedacht, ah Mensch, da war ja ein DDR-Auftritt und so weiter. Und dann haben wir beschlossen, ah ja, okay, da gibt es Fotos, gibt es vielleicht noch die Zeitungsartikel. Da war dann Michael Well behilflich, der ein fantastisches Archiv hat mit dem ganzen Material. Und er hat dann auch noch einen tollen Kommentar gesagt dazu und so sind dann die Stationen entstanden. Wo stehen wir hier? Am Anfang war der Wortklang. Genau, das ist ein was sehr Zentrales. Genau, da ist auch der Schirm dann. Die Bavaria erkenne ich, Polt genau. An die Bavaria. Das ist hier eigentlich wirklich auch wichtig, dass das eigentlich auch nicht so ablenkt von dem, was er hier sagt. Also hier ist für mich wirklich auch so ein Kern von Polt, ja, was ihn ausmacht. Das ist nicht das geschriebene Wort, schwarz auf weiß, sondern das gelebte Wort. Mhm. Und der Ton, der Klang.
Und daran hängt alles. Und das sagt er hier. Und hier sind noch ein paar Beispiele, wie der wirklich sehr musikalisch auch arbeitet. Ja. Also wenn ich mir das überlege, was Sie gerade gesagt haben, dann fängt er ja oft so dramaturgisch sehr sanft an. Und es endet also in einer Sprache, die man eigentlich gar nicht so gerne hört, weil man damit auch andere Dinge verbindet, die einem ungeheuer unangenehm sind. Ne? Das ist so ein bisschen wahrscheinlich, was hier auch zum Ausdruck kommt, oder? Ja, also nicht unbedingt das Unangenehme, was natürlich auch mit drin ist, aber schon diese wahnsinnige Spannbreite an Klang, die es gibt und mit der er wirklich sehr virtuos spielen kann. Ja, ja, er kann die gut einsetzen. Und das ist eben auch schon in der ersten Geschichte drin, in dieser Hörcollage. Und hier ist auch noch, dass er ja auch wirklich irre musikalische Sachen gemacht hat. Also man sieht immer, die Stationen hier, also die Projektionen korrespondieren immer mit den Stationen. Das sind nicht wahllose Ausschnitte, sondern das ist ganz exakt ausgewählt. Die These, die es hier gibt, wird mit den Projektionen unterstrichen. Was hat er mit den Toten Hosen gemeinsam? Das müssen Sie mir gerade nochmal sagen. Dass er mit ihnen gesungen hat. Die verbindet zum Beispiel der Wortklang. Okay. Aha. Ja. Da sieht man es auch. Im Volkstheater, genau. Da sind die gemeinsam aufgetreten. Genau. Ja, das ist eine allgemeine Frage. Wie braucht es das? Was braucht man denn? Muss das sein oder muss es nicht sein? Kann man es machen? Man kann es machen. Man macht ja viel, was jetzt sein muss, aber man macht es trotzdem und danach stellt sich raus, war ganz nett, dass gemacht worden ist. Manche sagen, hätte es nicht gebracht. Also, ja. Man stellt anheim. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich hab mich gefreut, wie jetzt da unten war. Ich war gestern unten, habe das gesehen und seh, ich habe Ihnen das ja gesagt, dass ich da Sachen sehe, das Grippel zum Beispiel. Ich finde das wunderbar, wenn man so ein Grippel wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit stellt. Oder es gibt ja auch Leute, Sie müssen überlegen, es gibt Leute, die, habe ich ja versucht zu sagen, die nie eine Karte bei mir gekriegt haben und Leute, die wirklich gesagt haben, es ist schade, dass wir da nie kriegen, weil das immer ausverkauft ist und wenn Well oder Polt oder sowas ist, da kommen wir nicht rein und da können so Leute da reingehen und können sich doch einiges anschauen. Finde das nett, finde das sehr schön. Ich habe einen Kollegen, den Christopher Griebel, der hat gesagt, also ich dem habe ich erzählt, dass ich hier heute hergehe zu Ihnen, der hat gesagt, der Polt wird mit Sicherheit, also wenn es eine Retrospektive sein soll, über den Schweinsbraten ohne Ende reden. Das haben sie bis jetzt noch nicht gemacht und ich habe da unten auch nicht irgendwie was gefunden, was so schweinsbratmäßig da ausgestellt worden ist. Also fehlt Ihnen da jetzt nicht auch irgendwas? Nein, mir fehlt nichts. Ich sage Ihnen auch warum, weil ich gehe nach dieser gehe in ein Wirtshaus und esse wahrscheinlich einen Schweinsbraten. Ich hoffe einen guten. Guten Appetit. So, hier haben wir jetzt so einzelne Steine, Knöpfe. Das sieht alles sehr nach Bergwandern aus. Genau, das ist natürlich eine bayerische Urlegende, der Jännerwein. Das heißt, der Untergang der Jännerweine in Bayern. Er hat das sehr schön gesungen, ein altes Volkslied, wo auch wieder schillert, was zwischen Persiflage, Tragödie, Abgründigkeit, man ist hin und her gerissen. Es ist also grandios, wie er das singt. Und das ist eine Illustration, auch eine etwas skurrile, die passt, finde ich, zu diesem Hörstück, was man hier hören kann. Die unklausulierte Darstellung von Professor Wasche Dengler, das ist ein Freund von ihm, ein großartiger Künstler und der hat diesen Jännerwein-Schaukasten, wo also auch eine gewisse Skurrilität mit drin ist, aber sehr passend zu dem Hörstück, was man hier abrufen kann. Ach, audiovisuell funktioniert das auch? Dann klingt man sich in diese überall großen alles, Leinwände ein. Alles. Ne? Ah, ja. Ja. Also man kann sich in die Leinwände, in die Monitore, das ist ja auch audiovisuell. Ja. Davon lebt es natürlich. Also das ist natürlich auch ein herrliches Beispiel. Das ist sein Sommerstäuber. Sommerstäuber ist ja allein schon wieder ein polscher Ausdruck, der aber schon vor der Ausstellung natürlich bekannt war. Da redet er von der Jacke. Genau, das ist sein Sommerstäuber, der sozusagen 25 Jahre Bühnenuniform im Dienst der Biermöselblasen war. Und dann hat er wirklich, das ist Joppenschwund, also man sieht, wie sich der abgenutzt hat. Und wir haben dann, er hat uns den Stäuber gegeben, das war zum Beispiel sowas. Man hat dann zuerst überlegt, legt man die Jacke hin und dann beim zweiten Treffen, ist vielleicht dann auch ein bisschen, und dann meinte er, es wäre doch viel lustiger, wenn man dann einfach nur einen Schnipsel nimmt und dann mit dieser grandiosen Unterschrift, dieses Stück befindet sich zurzeit in der Konkursmasse von den Lehman Brothers.
Aber dieses Foto gehört unbedingt dazu, damit man weiß, genau, wo es herkommt. Ne? Genau. Und wenn man dann noch guckt und sich ein bisschen Zeit lässt, dann kommt man auch an die Projektion, wo er sitzt, mit dem Sommerstäuber natürlich. Und solche Sachen sind dann, wenn man Glück hat, als Besitzer in 100 Jahren ganz viel wert. Genau, das ist eine gute Anlage der Lehman Brothers. Oder? Könnte sein, man weiß es nicht. Und hier auch zum Beispiel ganz klassisch, jeder Preis sucht unerbittlich seinen Träger. Also wir wollten natürlich eigentlich eine Tafel machen mit seinen Ehrungen und so. Das war Wunsch auch vom Literaturhaus eigentlich oder die Idee. Ja. Und dann meinte er, oh, bitte nicht. Also wir machen das, wenn, auf eine andere Weise. Er hat eine, das ist die Rede zum Jean-Paul-Preis, die er mal gehalten hat. Und er findet, das ist eine fantastische Musterdankesrede. Ja, die kann jeder. Völlig, die kann jeder hier mitnehmen. Denn jeder kommt ja vielleicht mal in die Situation, eine Rede halten zu müssen, und die passt immer. Also, da muss man dem Herrn Polt wirklich nochmal danken. Schon deshalb lohnt es sich, hierher zu kommen, nicht? Damit man also diese Situation dann für immer in seinem Leben abgedeckt hat. Die Rede passt überall. Genau. Nehme ich mir mit. Sehr gut. Und es gibt natürlich auch ganz abstruse Ehrungen. Also das ist zum Beispiel eine umgedrehte Ehrung. Also er war bei der Kunstakademie beschäftigt. Für ein ganz kleines Geld, ich glaube 200-300 Euro oder so, über diesen Freund Dengler. Und als er dann weg war, wurde ihm gekündigt, weil er zu teuer ist als Dozent in der Kunstakademie. Und das ist dann auch so eine Posse, dieser Brief. Der Brief ist valentinesk, also wie der geschrieben wurde, das lohnt sich auch sehr, diesen Brief einfach mal von der Akademie der Bildenden Künste sich durchzulesen. Also hier sieht man natürlich auch ganz klar die Verweigerung, sich hier jetzt in würdiger Dichterpose im Literaturhaus zu präsentieren. Aber die sehr schön ist, eine unterhaltsame Verweigerung, wie ich finde. Wenn Sie keinen Eindruck haben, dann haben Sie wenigstens einen Ausdruck. Das war Menschen in München mit Jörg van Hofen.